Nach diesen Vorarbeiten wenden wir uns nun also der eigentlichen Umsetzung eines kleinen Beispiels zu. Sie haben gesehen, ich habe schon ein Projekt angelegt, das REST Hello heißt. Wir wollen also analog zu dem Vorgehen bei RMI jetzt erstmal ein kleines sozusagen Hello World Programm erstellen. Und dazu gehen wir wieder ins Eclipse. Hier legen wir also eine neue Klasse an. Wählen einen sinnvollen Package-Namen. Sie wissen ja, die Verwendung des Default-Packages wird nicht empfohlen. In diese Klasse implementieren wir eine ganz einfache Methode, die nur den String Hello zurückgibt. Die nennen wir mal Say Hello. Wir können auch Hello Jersey schreiben, um es etwas zu unterscheiden. Das ist gleichgültig. Sie sehen bis hierhin. Haben wir noch nichts in Richtung REST unternommen. Jetzt müssen wir also erstmal unsere klassische, bereits implementierte Klasse umstellen auf RESTful. Das wäre also auch das klassische Vorgehen, wenn Sie sogenannt Bottom-up vorgehen, also von unten nach oben. Und Sie haben existierenden Code, von dem Sie vielleicht Teilfunktionalitäten als Web-Services anbieten möchten. In unserem Fall also als existierenden Code hier diese ganz rudimentäre Klasse, die diese Methode Say Hello hat und die möchten wir gerne als Webservice RESTful anbieten. Nun, Sie entsinnen sich, wir brauchen in REST entsprechend Ressourcen, die wir anbieten und das heißt, wir brauchen für diese Klasse erstmal einen Pfad, unter dem diese Ressource dann ansprechbar sein soll. Das war die REST Annotation Path. Sehen, dann brauche ich den entsprechenden Import dafür, der genau aus diesen Paketen JavaX, AWS, RS kommt. Und hier können wir jetzt einfach einen Path eingeben, zum Beispiel REST Hello. Dann brauchen wir neben dem Pfad natürlich auch noch das eigentliche HTTP-Kommando, das abgesetzt werden muss, damit eben diese Methode angesprochen wird. Und das HTTP-Kommando für eine Leseoperation wie hier, wo etwas zurückgegeben wird, muss natürlich das GET-Kommando sein, in REST auch dargestellt durch die GET-Annotation, die wir dann jetzt hier auch importieren. Jetzt fehlt noch eine andere Kleinigkeit, nämlich die Aussage, welchen sogenannten Media Type wir jetzt hier produzieren, also unter welchem Typus das Ganze zurückgeliefert wird. Da wir hier einen klassischen flachen String haben, könnten wir jetzt hier über die Annotation addProduces zurückgeben, dass hier ein einfacher Plaintext zum Einsatz kommt. Und diese Media Types finden Sie in einer Enumeration Media Types. Ist er. Media Type. Und jetzt haben Sie hier Text Plain in der Auswahl. Damit haben Sie also festgelegt, welchen Media Type diese Methode produzieren soll und haben Ihre Restifizierung sozusagen dieser ersten Klasse abgeschlossen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie bekommen Sie diese Klasse in Ihren Tomcat Application Server hinein? Und da habe ich eben schon gesagt, wenn Sie die passende halbwegs aktuelle, sprich größer gleich 3 Version Ihres Dynamic Web Module Supports ausgewählt haben, dann können Sie jetzt einfach über eine weitere Klasse, die genau Ihre RESTful Application repräsentiert in
Ihrem Jersey Framework können Sie das Ganze beim Tomcat registrieren, ohne eben die XML-Konfigurationsdatei des Tomcat überhaupt bearbeiten zu müssen. Das heißt, wir legen eben noch eine neue Klasse an. Package ist jetzt hier schon richtig vorgewählt. Die soll mal unsere Application repräsentieren. Wir brauchen hier trotzdem keine Main. Sie werden gleich den Mechanismus sehen, über den das läuft. Nämlich wir extenden hier eine passende Superklasse. Da sehen Sie sie, Packages Resource Config, auch aus einem Jersey Package. Und die braucht dann jetzt nur einen entsprechenden Konstruktor mit dem Superaufruf, der genau unser Package beinhaltet. Und zudem noch eine Annotation, die sagt, unter welchem Pfad jetzt insgesamt diese Applikation in Tomcat zu erreichen sein soll. Diese Annotation heißt dann Application Path. Nennen wir den einfach mal nur REST. Damit haben wir das Wesentliche bereits geschafft. Wir können diese Applikation jetzt in Tomcat deployen. Wie genau geht dieses Deployment? Ja, wir können uns das Ganze hier einfach greifen und wählen aus Run as, Run on Server. Wählen hier unseren entsprechenden Tomcat. Und Sie sehen, er hat hier das REST Hello auf den Tomcat geschoben. Wenn wir jetzt Finish wählen, dann sehen Sie, dass unser Tomcat startet. Leider kann der Eclipse-basierte integrierte Browser nicht automatisch den richtigen UI aufrufen. Das müssen wir dann selber übernehmen. Wenn wir den richtigen UI eintragen, wie Sie hier sehen, dann bekommen Sie auch die passende Antwort Hello Jersey. Sie können das auch mit einem klassischen Webbrowser machen. Allerdings haben die klassischen Webbrowser öfter das Problem, als Typ nicht Text Plain zu akzeptieren, sondern Text HTML zu wollen. Deswegen können wir unsere Klasse REST Hello jetzt auch noch nachrüsten. Das wäre also die erste Erweiterung. Wir implementieren noch eine weitere Methode, die das Ganze als HTML zurückgibt. Jetzt müssen wir eine rudimentäre HTML-Seite zusammenbauen. Wenn sie ganz rudimentär ausfällt, dann besitzt sie wie hier nicht mal einen Titel.
wenn wir das Ganze jetzt noch etwas sauberer gestalten wollen, dann können wir hier natürlich wieder unser ursprüngliches Say Hello einsetzen. Damit wir das Ganze nicht redundant implementieren. Was wir jetzt noch brauchen, ist eben natürlich wieder die Angabe, mit welchem Kommando zugegriffen wird, ein GET, und wir brauchen die Angabe, welcher Media Type produziert werden soll. Und da wählen wir jetzt eben Text HTML aus. Und schon beliefern Sie auch klassische Webbrowser mit HTML. Wenn Sie das in größerem Stil tun müssten, dann würden Sie natürlich überlegen, wie Sie hier über eine extra Builder-Klasse in irgendeiner Form konfigurierbar diese HTML-Dateien zusammenbauen. Aber für das erste Beispiel hier genügt es völlig, wenn Sie das Ganze in dem String hier direkt zusammenbauen. Wir können uns jetzt auch noch einen kleinen Test bauen. Dann sehen Sie, wie man das Ganze als Client-Seite anspricht. Dafür bauen wir uns dann also eine neue Testklasse. Die benötigt dann eine Main, denn sie wird ja als Client alleine laufen, also lassen wir uns die Main hier gleich mit herausgenerieren. In diese Testklasse hinein schreiben wir uns jetzt erstmal einige Konstanten. Die stellen dann zum Beispiel unsere entsprechenden URIs und Pfade dar. Das haben wir schon gesehen, der Tomcat lauscht auf Localhost auf dem Port 8080 und wir definieren uns dann noch den Projektnamen hier als Pfad, das ist ja genau unser REST Hello. Dann brauchen wir noch den Application Part, den wir gerade in unserer Application Klasse definiert haben. Das war einfach REST. Und wir können zum guten Schluss noch die Ressource gebrauchen. Das ist das REST Hello, was wir in unserer eigentlichen Hello-Klasse definiert hatten. Sie werden gleich sehen, dass wir die zum Testen dann einfach zusammenfügen müssen. Wir erstellen uns hier eine kleine Hilfsmethode, die gibt einen URI zurück. Müssen wir die noch importieren? Einfach die JavaNet URI. Und hier geben wir jetzt genau die Strings rein. Nämlich die Verkettung aus unserer Tomcat Base URI und dann konkateniert mit unserem Project Path. Und das konkateniert mit unserem Application Path.
das bauen wir jetzt in einen URI. Diesen URI können wir jetzt hier oben dann verwenden. Dazu erzeugen wir uns jetzt erstmal einen Client. Dazu müssen wir auch den importieren. Diesen Client, den können wir erzeugen über die statische Factory-Methode create und geben ihm hier eine Standardkonfiguration mit auf den Weg. Auch die importieren wir. Jetzt können wir auf diesem Client uns eine Web-Resource erstellen. Und dieser Web-Resource können wir jetzt unsere Application-Base-URI verfüttern. Damit bekommen wir die passende Ressource in unserer Applikation schon mal eingebunden und jetzt können wir auf dieser Web Resource als Test einfach mal die Aufrufe durchführen. An diese Ressource müssen wir jetzt für den Test genau unseres REST-Hellos noch den Pfad zu dieser konkreten Ressource innerhalb unserer Application dranhängen. Und müssen dem mitteilen, welche Media Types wir akzeptieren. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal sagen Media Type Text Plain und müssen dann den eigentlichen Get-Aufruf ausführen und ihm sagen, wir hätten gerne einen String. Das war's. Jetzt können wir das Ganze laufen lassen und wir können das Ganze natürlich genauso laufen lassen mit einem entsprechend identischen Aufrufen, nur dass wir an der Stelle Text HTML als Media Type akzeptieren möchten. Wir können das Ganze natürlich auch noch so erweitern, dass wir dann XML bekommen. Das wäre auch möglich. Dann müssen wir halt statt der entsprechenden HTML-Rahmenelemente hier XML-Rahmenelemente einbringen und den Media-Type dann aber auf entsprechend Application XML ändern. Auch der steht als Vorauswahl zur Verfügung. Wenn wir hier reinschauen, sehen Sie eine ganze Latte an unterschiedlichen Media Types, auch JSON steht hier zur Verfügung, die Sie verwenden können. Dann können Sie diesen Test einfach starten, nachdem ja unsere REST Hello Applikation schon auf dem Tomcat deployed ist und der Tomcat weiterhin läuft, können Sie also hier einfach ein klassisches Run auswählen. Sagen hier Run as Java Application. Und schon bekommen Sie diese beiden Ausgaben hier zurück. Natürlich kann jetzt dieser Test mit dem HTML nichts anfangen und gibt es nicht in irgendeiner anders wie formatierten Form aus, sondern einfach als das, was in diesem String dann drin steht. Unsere REST-Hello-Basisklasse ist also letztlich nichts anderes gewesen als eine ganz typische klassische Java-Klasse, die wir jetzt erweitert haben, um REST-Funktionalitäten. Man sagt hierzu auch ein Plain Old Java Object oder POJO.
die dann angereichert ist, um diesen RESTful Web Service anzubieten. Soweit also zu unserem ersten Beispiel.